Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen B-Part Gaming Video und zwar nach, ja, gefühlt ewiger Zeit mal zu einem FIFA Ultimate Team Draft. Was das Ganze ist für eine Serie, das werde ich aber gleich erklären. Zunächst, ich mache das Ganze nicht alleine, denn mit dabei ist noch der Benny. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich. Das erste Mal, dass ich auch im Draft mit dabei sein darf. Richtig, genau. Und vielleicht kann der eine oder andere von euch sich noch erinnern, wir hatten die Serie in FIFA 14 schon mal. Da ist sie eigentlich auch ziemlich gut angekommen und es gab immer mal wieder jetzt auch Kommentare, die ich vereinzelt gesehen habe, dass wir mal wieder Draft bringen sollen. Und wir haben ja sowieso jetzt in letzter Zeit, der ein oder andere hat sicherlich auch gemerkt, mal ein bisschen versucht, wieder mehr Abwechslung reinzubringen bei uns auf dem Kanal. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, alles klar, machen wir auch mal wieder einen Draft. Was heißt das Ganze? Ganz kurz die Regeln im Überblick. Jede Serie sozusagen, jede Draft-Serie hat drei Folgen. Folge Nummer 1 ist das Pack-Opening. Das bedeutet, der Benny und ich, wir werden gleich jeweils Packs voneinander getrennt ziehen. Ihr seht, was wir beide ziehen, aber wir wissen nicht, was der jeweils andere gezogen hat. Denn in Episode Nummer 2 werden wir dann aus diesen Spielern, die wir in den Packs gezogen haben, Teams zusammenbauen. Dafür haben wir nur diese Spieler zur Verfügung plus 30.000 Coins für maximal 3 weitere Spieler. Das dient einfach so ein bisschen für die Chemie, damit man jetzt nicht die völligen Morgs-Teams zusammenbekommt und dann vielleicht mal noch einen Spieler so kaufen kann, mit dem man 2 gute Links einfach zustande bekommt. Und dann werden wir auch in der zweiten Episode, wie sich das für ein Teambuilding gehört, noch das erste Spiel gegeneinander spielen und dann in der letzten Episode, in Episode Nummer 3, die beiden restlichen Spiele gegeneinander. Und der Modus ist so, 3 Spiele, okay. Was passiert? Es ist so, dass nur die Tore am Ende zusammengezählt werden. Sprich, ich könnte die ersten beiden Spiele 1-0 jeweils gewinnen gegen den Benny und dann zockt er mich im letzten 4-0 ab und hat dann entsprechend gewonnen. Ja, und da sind also die Siege und Niederlagen nicht so entscheidend. Es bleibt spannend bis zum letzten Spiel. Und ich würde sagen, ich hoffe, du hast alles verstanden, Benny. Ich habe eine Frage. Sind die 30.000 Münzen, ist das eine maximale Anzahl an Spielern, die ich damit kaufen darf? Ja, 3 maximale Spieler und einen Trainer darfst du dir kaufen. Okay, alles klar. Also das heißt, ich darf mir nicht einfach mein ganzes Team über 30.000 Münzen zusammen kaufen. Genau, ja, richtig. Das ja. Darfst du nicht machen. Ja, da clever, hätte ich schon gedacht, er wäre ganz clever, aber nee. Du hast ja schon wirklich was dabei gedacht, habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Also ich habe viel Zeit und Schweiß in diese Serie investiert. Ja. Ich habe schon letzte Endeffekt Folge am 7. September 2014. Genau, richtig. Um dann im Endeffekt richtig da auch raus zu eskalieren an Episoden. Aber naja, gut. Ihr habt im Hintergrund auch noch die Grafik von damals gesehen. Einfach so ein bisschen zur Erklärung. Wer es jetzt vielleicht noch nicht ganz gecheckt hat, schaut einfach mal in die erste Episode von ganz früher rein. Gegen Till, da ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Das war jetzt der Schnelldurchlauf. Aber ich denke, es war ganz verständlich, wenn es auch der Benny verstanden hat. Nicht Spaß. Und ich denke, wir können dann starten in die Pack-Openings. Ja, bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder hier beim Pack-Opening. Wir nehmen das Ganze übrigens gerade spätabends auf, nach 23 Uhr, denn wenn EA uns da nicht belügt, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann gibt es jetzt momentan sowohl die Team of the Season Spieler aus der Bundesliga als auch aus der Barclays Premier League zu ziehen und dementsprechend würde ich sagen, labern wir gar nicht großartig weiter rum, sondern fangen direkt an mit dem Pack Opening. Wir werden insgesamt 4 Packs öffnen, nämlich 3-mal hier die Jumbo Premium Gold Sets für 300 FIFA Points und einmal für 150 FIFA Points das normale Premium Gold Set. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal hier mit dem ersten Jumbo Premium Gold Set an, holen uns das mal. Und ja, also ich bin mal wirklich sehr gespannt, was wir ziehen. Gut, das ist man eigentlich immer, das ist so das Standardgeschwätz, wenn man Pack Openings macht. Ja, gespannt hier, gespannt da. Ich will einfach was Geiles ziehen jetzt. Einfach was Geiles ziehen. Benatia, jawohl. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht, ja, danke. Schön, dass ich das auch bekomme. Ihr seht, Ultimate Team spiele ich nicht mega oft. Ihr seht ja auch meine Bilanz 0-0-0, aber ist egal, es geht ums Pack-Opening. Und zwar haben wir hier Benatia gezogen, das ist schon mal ein sehr starker Innenverteidiger. Ich hoffe, ich bekomme den dann nachher ein bisschen eingebaut in ein Bundesliga-Team. Ansonsten haben wir hier ein richtiges Biest. Abu Bakar, ich dachte kurz, das wäre vielleicht Akim Fenwa so biestig wie der aussah, aber ist er natürlich nicht. Und dann hier Vargas, ja, recht schneller Stürmer, mal schauen. Und ja, Drobny vom HSV bezüglich Bundesliga-Teams mit Benatia hat er schon mal einen recht vernünftigen Link. Also ich denke, fürs erste Pack gar nicht so schlecht die ganze Geschichte hier. Nehmen wir alles mit und ja, gehen dann auch ins zweite Pack. So, dann willkommen auch von meiner Seite und ja, auch ich habe mir 1050 FIFA-Points aufgeladen und ich mache jetzt auch hier 3 Jumbo
Jumbo-Sets auf und danach nochmal so ein Premium-Gold-Set. Und der Georg hat es wahrscheinlich schon erwähnt, aber ich sag's auch nochmal, es sind gerade, wenn ich mich nicht täusche, Team of the Season BPL und Team of the Season Bundesligaspieler am Start. Also zwei Team of the Season, zwei richtig gute Teams. Und ich habe ein richtig geiles Gefühl, ich freue mich schon so richtig, jetzt hier Packs aufzumachen. Richtig oldschool, auch mit FIFA-Points und nicht mit Münzen. Das sieht man ja auch nicht mehr allzu häufig, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Pack. Und ich muss jetzt auch FIFA-Points auswählen, da muss ich echt aufpassen. Und ich freue mich so. Ich habe schon so lange keine Packs mehr aufgemacht und... What the fuck, Alter? Are you fucking kidding me? Ein 75er Stürmer ist der beste Spieler? Braithwaite. Ja, den habe ich... Och, Alter, ist das schäbig. Puh, okay. Ja, also... Das war ganz und gar nichts. Fuck. Braithwaite ist der beste Spieler. Und dann habe ich noch... Also zumindest mal ein paar Spieler gezogen. Das ist schon mal auch nicht so verkehrt. Braithwaite kann man vielleicht auch gebrauchen. 89 Pace, das ist schon mal grundlegend ganz gut. Noble, na, ein bisschen langsam. Der könnte zumindest gute Links liefern. Ein englischer Spieler aus der englischen Liga. Hier nochmal einen weiteren englischen Spieler. Also ich habe das Gefühl, die beiden werden wahrscheinlich in mein Team kommen. Corker sieht auch ganz vernünftig aus mit 75 Tempo und 77 Defensive. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall die beiden, also nach aktuellem Stand... drinne sind und ansonsten, ja, habe ich eine Verletzungskarte, falls es mal gegen Georg ein bisschen ruppiger wird. Eine Positionskarte kann ich auch gegebenenfalls gebrauchen und ein Chemistry Style Guardian ist auch nicht verkehrt. Das füge ich jetzt mal alles meinem Verein hinzu. Das ist L2 und ja, den Ball nicht mehr, weil den hatte ich schon oder den habe ich schon. Und ich werde mich noch mal ganz kurz so ein bisschen mehr mittig setzen. So, den werden wir einfach jetzt schnell verkaufen. Gut, und dann geht's jetzt gleich in Pack Nummer 2. Jo, also jetzt hier Pack Nummer 2 und es kann eigentlich nur besser werden. Man muss auch mal ganz kurz sagen, Georg hat jetzt schon 3 Drafts gemacht letztes Jahr und hat zweimal gegen Leute gespielt, die Team of the Season Spieler gezogen haben. Das waren nämlich einmal Till und einmal Malte. Come on, bitte. Einfach mal. Ah! Wow, hätte jetzt fast mit Münzen gezogen. Das wäre natürlich Banane gewesen. So, komm, jetzt... Wäre ganz nice. Es muss jetzt knallen. Komm, es muss knallen. Das ist doch einfach ein Witz. Wenigstens mal 3 glänzende Spieler, aber die sind mal wieder so scheiße, das ist unglaublich. Mollo, den kenne ich sogar. Das war so ein Spieler, den habe ich am Anfang eingesetzt. Der ist eigentlich ziemlich gut. Der 84 Tempo macht sich auch eigentlich ganz vernünftig. Aber, also... Muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt mit besseren Spielern gerechnet. Milner. Der nächste... englische Spieler aus der Premier League. Da habe ich das Gefühl, da werde ich ordentlich was zusammenschustern mit den Spielern. Ich muss auch echt darauf achten, welche Spieler ich alle ziehe, weil ich habe ja eigentlich einige Spieler schon in dem Verein drin. So, also Milner, der nächste englische Spieler auf dem Flügel, ist halt echt extrem langsam. Vielleicht in einem 4-4-2 oder sowas. Das ist eine gute Möglichkeit. Bonera ist halt auch extrem langsam. Marchetti ist ein guter Torhüter. Mollo, ja, wie gesagt... Mollo sogar auf dem linken Flügel, das ist praktisch. Ich hatte jetzt kurz gedacht, der wäre auf dem rechten Flügel. Aber auf dem linken, da könnte ich ihn vielleicht irgendwie dann auch einsetzen. Mike, oh, 93 Tempo. Hallo, mein Freund, was machst du denn? Mhm. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. So, Motta. Ach, es ärgert mich, was ich für eine Scheiße schon wieder ziehe. Nicht mal einen richtig geilen Spieler, ey. Was ist los? Gut. Puh, ansonsten eher mau. Ja, die haben jetzt alle gecheckt. Müssen wir gucken, was sich dann sonst noch jetzt so ergibt im nächsten Pack. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bilde auf jeden Fall einen Block aus englischen Spielern aus der englischen Liga. Die füge ich auch mal alle hinzu. Und dann muss ich mir gleich mal, die muss ich mir auch alle notieren. Also wie gesagt, sonst will ich schon wieder so einen Ball hier, den ich nicht brauche. Und ja, dann noch jetzt das dritte Pack, das dritte Jumbo-Pack, was wir jetzt hier aufmachen. Und ich bin... gespannt. So, zweites Pack. Wir schauen rein. Wieder natürlich über die FIFA Points. Gut, jetzt hätte ich gerne entweder nochmal sowas Gutes, was Vernünftiges, was Stabiles oder mal was richtig Geiles. Dante, lol. Da ziehe ich einfach als nächstes Dante. Was ist denn da los, ey? Krass. Krass, ey. Da ziehe ich einfach Dante und habe direkt eine Bayern-Innenverteidigung. Also so schlecht ist das nicht. Also ich sag ja, entweder was Stabiles oder irgendwo was
ja, was richtig Geiles. Jetzt haben wir halt was Stabiles. Müssen wir mal schauen, wie wir das weiter ausbauen können. Ja, Sterling ist natürlich mega bombenschnell. Rechter Flügel, muss man dann von der Formation her wieder ein bisschen schauen im FIFA Ultimate Team Draft. Wie gesagt, ich muss ja aus den Spielern hier dann irgendwas Vernünftiges mir zusammenbauen im Endeffekt. Ja, rechts Mittelfeld, Brasilianer, hier auch Brasilianer. Eventuell bekommen wir dann Brasilien-Link hin, wenn wir Dante auf die rechte Innenverteidigerposition stellen. Gut, dann hätten wir Sterling mit dem rechten Flügel, wird es schwierig, aber egal. Mit dem Teambuilding befassen wir uns ja in der nächsten Episode, beziehungsweise ich mich vor der nächsten Episode natürlich. Und dementsprechend denke ich, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar solide Sachen am Start. So ein paar gute Offensivkräfte wären gar nicht so schlecht, glaube ich. Sonst muss ich die nachher alle kaufen. Mal schauen, was das dritte Pack so bringt. So, drittes Pack. Wir gehen wieder rein. Ich öffne jetzt auch einfach nochmal hier das Jumbo Goldset. Ich bin gierig. Ich will eigentlich noch einen richtig geilen, so eine richtige Granate. Aber im normalen Goldset wird es schwer. Ich hoffe, noch ein ZIV. Das kann doch nicht sein, Alter. Drei Innenverteidiger als gefeaturter Spieler, also als stärkster Spieler. Das ist doch... ja, irgendwie nicht so geil. Okay, hier haben wir Hazard als ZOM. Bundesliga-Team rückt immer näher, würde ich sagen. Aber gut, so Bombe ist der jetzt auch nicht. Aber gut, man muss gucken, was man bekommt im Ultimate Team Draft. Noch ein Rechtsmittelfeld, auch sehr schnell. Okay, hier haben wir noch einen BVB-Spieler. Also ich habe das Gefühl, es geht immer mehr. Und Lasogga dann im Sturm. Also ich weiß ja nicht, wenn man die Relegation so gesehen hat, wie die da alle rumgestürzt sind. Ich meine, ich wohne ja jetzt mittlerweile in Hamburg, da wünscht man es ihnen ja doch, dass sie es schaffen, auch wenn es mit mega viel Glück und Dusel am Ende war. Ja, Manuel Grill sei Dank auch so ein bisschen, ne? Aber Lasogga im Sturm, das, eigentlich muss ich das bringen, weil es einfach mega witzig ist, glaube ich, mit dem Typen da vorne drin. Naja, schauen wir mal, was wir im Endeffekt draus machen. Wir haben jetzt auch alle Jumbo-Sets leider schon geöffnet und haben jetzt nur noch einen, ja, Premium Goldset. Mal schauen, was wir drin haben. Wir gehen in das dritte Jumbo-Pack. Ich will mir überlegen, ob ich mir einfach das 150er vorziehe, um das richtig geile Pack, wo dann irgendwie zwei, drei Team of the Season-Spieler drin sind, für den Schluss aufzuheben. Aber nee, ich mach's wahrscheinlich so, damit das dann auch vergleichbar ist mit Georg. Also jetzt bitte. Die letzte richtig dicke Chance, noch nicht die letzte Chance, aber die letzte richtig dicke Chance, geile Spieler zu ziehen. Weil hier sind natürlich, wie gesagt, 7 seltene Objekte drin. Bitte. Come on. Wir haben so gute Chancen mit Team of the Season BPL, Team of the Season Bundesliga am Start. Es muss doch nur einfach irgendeiner von denen mal drin sein. Dann habe ich ihn doch schon hier, den Team of the Season Spieler. Come on. Bitte. Bitte komm her. Ja. Ja. Da ist er. Man muss ihn nur freundlich bitten, den FIFA Ultimate Team Gott. Den FIFA Ultimate Team Pack Opening Gott. Da ist er, der. Na gut, es ist zwar nur verhakt, ne? Aber ich freue mich einfach wahnsinnig. Ich glaube, das ist der erste fucking Team of the Season, den ich ziehe. Ja, Mann. Läuft bei mir. Ich muss nur schauen, ob ich ihn überhaupt irgendwie eingesetzt bekomme. Das ist ja echt das Ding. Du ziehst so ein Team of the Season, der hat jetzt auch nur eine 80er-Wertung, aber du musst den natürlich irgendwie einbauen. Ansonsten war es ja echt alles umsonst. Der muss irgendwo reinkommen. Das muss irgendwie klappen. Brödel könnte mir dabei behilflich sein. Er bringt mir natürlich einen guten Link zu Verhag. Der macht eigentlich für mich auch einen guten Eindruck mit 82 Tempo. Ja, läuft. Das hat auch geklappt. Man muss nur ein bisschen flehen und betteln. Auf die Knie fallen. Gut, ansonsten Brödel, wie gesagt. Boah, Brödel hat 53 Tempo. Das ist natürlich echt grenzwertig. Morales mit 89 Tempo, 85 Dribbling. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir stehen auf dem schwachen Fuß, das gefällt mir auch. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier jetzt zusammengebaut bekommen. Wir haben ja gleich noch ein Pack, was wir aufmachen. Auch noch mal eine weitere, ja, die Positionskarte, die bringt mir jetzt nicht so viel. Motta zweimal gezogen, den habe ich sogar hier schon jetzt gezogen, das ist echt krass. Wie man innerhalb von zwei Packs zweimal den gleichen Spieler bekommt. Bei der Anzahl von Spielern ist echt der Wahnsinn. Aber das Wichtigste, ne, meine lieben Freunde, hier, der Blaue. Das ist das geil. Der Kirk wird so doof schauen. Ja, vielleicht werde ich auch doof schauen, merke ich gerade, wenn der noch bessere Spieler gezogen hat. Das wäre natürlich doof. Weil so krass ist er jetzt auch wieder nicht. Weißt du, Außenverteidiger ist auch so das Ding, wo ich sage, das ist mir fast egal, was ich da aufstelle. Naja, ich freue mich trotzdem. Das senden wir mal alles an den Verein. Und dann, ja, den Motta, den werde ich... Ich werde ihn einfach direkt verkaufen. So, und den... Via Spoyer, Borsch, den werde ich auch
auf die Transferliste setzen. So, der ist mal, da muss ich mir merken, dass ich den gezogen habe, weil den könnte ich jetzt theoretisch als Trainer, glaube ich, einsetzen. Wir gehen jetzt in das letzte Pack, in das 150er FIFA Points Pack, nämlich das Premium Gold Set. Da sind nochmal 3 seltene und relativ viele Goldobjekte drin, logischerweise. Und wir schauen mal, also jetzt nochmal so, also es hat ja eben schon mal ganz gut geklappt. Jetzt muss mal der Team of the Season her, come on, es gibt so gute Chancen, so viele Teams, hohoho, wir kennen das Prozedere. Einfach nur einen von den ziehen, so wie eben, das hat super geklappt, come on. Bitte, einfach nochmal ein Team of the Season, Freeler. Bitte, 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 noch ein. Komm schon, tu es. Ja, was denn, Informer? Was ist los, ey? Ja, der ist scheiße, Mann, aber es ist ein fucking Informer, Alter. Richtig geil. Ich hab die Lösung gefunden, wie man anscheinend irgendwie besondere Spieler zieht. Man muss die Hände zusammentun und flehen. Geil, der nächste. Was ist los, ey? Krass. Ansonsten war das Pack eher so eine Enttäuschung, was Spieler so betrifft. Marshall, was ist das für eine Liga? Schottland, ja, Schottland nicht. FL Championship, das bringt mir gar nichts. Beric, was ist er für ein Typ? 75 Tempo ist halt echt, das ist echt krass. Ziehst einen Inform und du willst ihn wahrscheinlich nicht mehr einsetzen. So wird es wahrscheinlich aussehen. Naja, ich freue mich, ihr kennt meine Einstellung, ich freue mich einfach über alles, was besonders ist. Ich bin leicht zu begeistern. Naja, gut. Und Milner nochmal gezogen. Wahrscheinlich, ist ja klar. Macht ja absolut Sinn. Gut. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt daraus baue, ne? Aber ich bin nicht unzufrieden mit einem Team of the Season und einem Informspieler. Hätte man das Schlechte erwischen können? Ja. Ich werde mal schauen, was hier so passiert. Und dann nochmal kurz alle so abchecken. Und dann werden wir gleich dann nochmal die alle hinzufügen. Natürlich, klar. Und dann als nächstes, ja, Milner, packen wir mal auf die Transferliste. So, das war quasi meine Seite vom Pack-Opening. Ich bin gespannt. Ich habe irgendwie so ein richtig dummes Gefühl, dass Georg noch besser gezogen hat. Dass er wahrscheinlich, er wird auch ein Team of the Season gezogen haben. Da bin ich mir irgendwie super sicher. Und er wird besser sein als Verhaag. Naja, wir werden uns überraschen lassen. Das ist aber nicht ganz richtig, denn ihr wisst es ja schon, was er gezogen hat. Aber ich werde mich überraschen lassen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich und dann sehen wir uns wieder. Ach, das ist sogar schon nächste Folge, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich dann das Team zusammengebaut habe, mit dem ich dann gegen Georg antreten werde. Dann lasst euch überraschen, was ich da an Schlag gebracht habe. So, der Abschluss. Es heißt noch einmal hoffen, auch wenn die Chance jetzt natürlich nochmal deutlich geringer ist. Am liebsten hätte ich ja diese richtig fetten Jumbo-Packs geöffnet, aber ja, da ist man direkt mit 2000 FIFA-Points dabei und mit den Münzen ist das ja auch alles nicht so einfach. Ihr wisst Bescheid mit den Price-Ranges. Dementsprechend, ja, hier nur noch ein normales Gold-Set. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Nochmal Sterling, Alter. Jetzt wollen sie mich aber auch richtig trollen. Und nochmal Drobny. Na komm, bitte, ey. Was ist das für ein Pack, Mann? Was ist das für ein Pack? Harnik, Bundesliga. Ich sag's euch, das wird das richtige Crap-Goldspieler-Bundesliga-Team. Harnik rechts Mittelfeld, wobei der wahrscheinlich sogar noch geht hier. Ja, der hat sogar 4 Sterne auf dem schwachen Fuß, immer 79 Tempo, also ist natürlich nichts Bombiges, ne? Aber es wird ein Bundesliga-Team, habe ich das Gefühl. Das spiele ich dann am besten ja auch mit dem Bremen-Trikot, ja, man muss ja dann auch entsprechend Bundesliga rocken. Ja, dass ich natürlich hier Sterling doppelt ziehe zum Beispiel und Drobny auch, das ist natürlich echt kacke, muss man ganz ehrlich sagen, das ist echt kacke. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das wird schwer. Ich habe das Gefühl, der Benny hat viel besser gezogen. Aber egal, ihr werdet sehen, was der Benny gezogen hat. Das war es erstmal soweit für diese Episode vom Pack Opening. Ich hoffe, vielleicht war ein Brüller beim Benny drin. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe es für euch, denn ich habe ja mehr oder weniger Lala gezogen. Ich habe zumindest eine geile Innenverteidigung für Draft, muss man sagen, die auch entsprechend da für eine gute Chemie sorgen kann, schon mal hinten drin. Mal schauen, was wir so am Rest machen. Lasogga am Sturm wird kommen, habe ich das Gefühl bei mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Episode vom FIFA Ultimate Team Draft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne mal eine Bewertung da, wie ihr es fandet, das erste Video jetzt und generell, dass wir es nach langer Zeit mal wieder bringen und dann freut euch in der nächsten Episode auf die Team... Frosch im Hals.
auf die Teambuildings und auf das erste Spiel. Und ihr könnt ja auch schon mal in die Kommentare eure Teamlinks posten, eventuell bei FUTHEAD, was ihr so für Teams bauen würdet aus den Spielern. Wie gesagt, für 30.000 Münzen noch 3 weitere kann man dazu kaufen und einen Trainer und so ein bisschen die Lücken stopfen. Und ja, wir werden das Feedback zwar nicht einbeziehen können, weil wir jetzt direkt auch als nächstes die Teambuildings und das Spiel aufnehmen, da ich morgen am Handgelenk operiert werde, aber das ist eine andere Geschichte, egal. Gut, wir werden uns dann auf jeden Fall ja, bei der nächsten Episode sehen. Bis dahin, ciao, ciao. Ja? Oh ja. Stark, jetzt aber komm, Marie. Nein! Was schießt du denn, Digga? Oh mein Gott.